So, ich begrüße Sie wieder recht herzlich aus dem netten kleinen Dörfchen, wo der Kraken angegriffen hat. Nee, du, ich hab einen Geisterkunden. Aha. Ich will dich stören. Tschüss. So, jetzt muss ich hier mit Leuten reden. Weißkopf, ich hab einen Vorschlag für dich. Ah, ich bin ganz Ohr. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Ja, ist das denn zwielichtig? Ach, ist egal, ich krieg Geld. Klingt nicht schlecht. Was müsste ich denn tun? Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich will. Warum gehst du da nicht einfach zu ihm? Er handelt mit Räucherwerk. Eins davon Ach. Ist sehr begehrt. Ah. Ich glaube aber, dass es sehr schädlich ist und brauche die Rezeptur, um das zu beweisen. Das ist dem Lumpen klar. Entsprechend bewacht er sie. Du als Hexer kennst ja einige Kniffe. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Na, ist klar, ne? Ah, vielleicht sollte ich auch mal mit der Wache reden. Jetzt einen Kuchen. Du bist doch am Schlafen. Im Schlaf. Jetzt erstmal einen Kuchen. Erstmal zu Penny. Was guckst denn so, hä? Oh ja. Ich muss doch mit diesen Leuten reden über den Kraken, oder nicht? Hallo, ich möchte mit dir reden. Ja, geht nicht. Wärter, uninteressant. Ah, da kann ich nicht durch. Na egal. Vielleicht hole ich mir dann auch erstmal die giftigen Räucherstäbchen. Und gönn mir vielleicht selbst noch eins. Ich bin Meister, der Hexer, ich was darf ist da. In den Kisten da. Die Schätze des Königs. Und auf der. Mit dem kann ich reden. Rede ich nicht. Ah. Warte. Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Du willst ja echt einen in die Fresse haben, oder? Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Psst. Der Eintopf dürfte fertig sein. Also da möchte ich jetzt bitte eine Option von wegen. Zu Hilfe! Ein Mutant! Ihm in die Fresse schlagen. Oh, ein Schwein. Erinnert mich an einen Freund von mir. Gleich, dass du keine Ahnung hast. Ach ja. Geh ich einfach hier lang. Zu den giftigen Räucherstäbchen. Hey Hexer! Hey Hexer! Bist du Gerald von Riva, Herr? Natürlich, natürlich. Wer will das wissen? Ich danke dir für das, was du vor der Burg der Lavalettes getan hast. Du hast meine Familie gerettet. Bitte nimm diese kleine Gabe an. Oh, das kann ich nicht annehmen. Oder nett, dass ihr an mich denkt. Soll ich meinen Ruhm noch weiter vergrößern? Oh ja. Yeah. Ich kann das nicht annehmen. Aber... Grüß mir deine Familie. So, ich muss jetzt noch... meinen Ruhm weiter vergrößern, bis ich dann durch die gesamte Lande bekannt bin als der gütige Geralt. Und dann? Dann kann ich ohne Probleme plündern. Was ist das hier für ein wütender Mob vor dem Räucherwerk hier? Bist du der Hexer? Der bin ich. Dann musst du etwas gegen dieses böse Treiben unternehmen. Dieser Strolch verkauft ungestraft Gift in seinem Laden. Ich dachte, er verkauft Räucherwerk. So nennt er es. Aber die Leute werden süchtig danach und verlieren den Verstand. Wie bei Fistich. Du musst unbedingt erreichen, dass der Laden geschlossen wird. Wenn du das schaffst, werden die Einwohner von Flotsam dich reichlich belohnen. Ich rede mal mit dem Händler. Das ist gut. Das ist gut. Hallo, Mr. Giftmischer. Mit dir habe ich doch schon mal geredet. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Verkaufst du Drogen? Das ist ja sehr unauffällig. Ich brauche die Rezeptur für eines deiner Räuchermittel. Ich habe hier gut 200. Es ist das, was sich am besten verkauft. Mir ist ein saftiger Preis für die Rezeptur deiner Mischung geboten worden. Ach, Geralt, du bist so diplomatisch. Unsinn. Boah, Geralt, bisher hat nein. sich noch kein Kunde beklagt. Und meine Rezeptur verrate ich niemandem. Ach, ich könnte Geralt. Dir die Rezeptur einer ähnlichen Duftmischung geben. Dann bekommst du deine Belohnung und ich behalte mein Geheimnis. Ah, ein zwielichter Typ. Du machst mich wütend. Ich zähle jetzt bis 5. Wenn ich dann nicht die echte Rezeptur habe, machst du Bekanntschaft mit einem der Freunde auf meinem Rücken. 1,
2. Warte, vielleicht werden wir uns ja einig. 3. Ja doch, ich gebe sie dir. Da hast du sie. Bist du nun zufrieden? So, ich bin erstmal weg. Vielleicht schafft es ja dieser Typ, der das überprüft. Aber der sieht irgendwie aus wie ein Händler, als ob der das dann nicht selbst zusammenmischt und dann damit selbst sein Geld macht. Mit der Droge. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja auch so ein Lebensmittelbeauftragter, der dann irgendwie den Laden schließt. Oder vielleicht kann ich mir selber mal das Rezept angucken. Nee? Das ist aber schade. So. Und? Hast du die Rezeptur? Hab ich. Hab ich. Zeig her. Da hast du die Rezeptur. Tu ich nicht. Gib mir nur die Rezeptur zurück. Ups. Also schön. Dann gehen wir eben gemeinsam. Ich warte am Markt neben dem Eingangstor auf dich. Ich hab da gerade etwas geskippt. Verdammt. Okay, ich muss irgendwie auf den Tor auf ihn warten. Hoffentlich schließt er den Shop jetzt. Das erwarte ich jedenfalls von ihm. Na, das war wieder dumm von mir. Aber egal. Aber egal. Ist ja nix. Hallo. Die Götter mögen dich segnen. Ach ja. Hier war das Tor, ne? Wo bist du? Wo bist du, sag ich? Kann doch nicht wahr sein. Wo ist der? Das ist doch das Tor zum Marktplatz, oder? Es gibt hier mehrere Tore mal so ganz nebenbei. Aber das ist doch das Haupttor, oder nicht? Oder irre ich mich da mal wieder? Fundamental. Sie meint, sie liebt mich, aber wir können trotzdem zusammen sein. Wieso nicht? Ah ja, unwichtiger Plausch, dem ich nicht zuhören muss. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der Typ? Hier geht's in den Wald, ne? Gut, dass ich den Ausgang jetzt auch kenne. Ach, komm, ey. Das kann doch nicht... Ah, da... Da. Ja. Der Hammer ist da. Der Hammer. So. Sag doch, vor der Stadt. Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Kauflaute zahlen gut oder hast du Angst vor Shiala? Ich glaube, ich nehme das zweite. Gerald, sei bitte diplomatisch. Du bist so blass geworden, als wir Shiala begegnet sind. Ach was, du hast dich geirrt. Aufdringlich sein. Ich kenne dich zu gut. Shiala ist eine der mächtigsten Zauberinnen. Kein Grund, sich vor ihr zu fürchten. Ich weiß, dass man ihr nicht trauen kann. Sie manipuliert zu gern und ist sehr verschlagen. Was konkret lässt dich darauf schließen? Sie weiß genau, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Und dann tut sie, als wüsste sie es nicht. Und warum? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, was sie im Schilde führt. Mal sehen, ob ich es herausfinde. Was hast du vor? Ich gehe mit ihr auf die Jagd. Aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen. Er ist auf der Wachplattform. Okay, das ist doch nicht der richtige Weg. Und ich kann nicht zurück. Doch, ich dachte schon, ey, Hammer. Wo ist dieser verkackte Kaufmann? Das kann doch nicht wahr sein. Ach ja, kann ich vielleicht in meinem Quest-Dings da irgendwie was einstellen, dass ich das sehen kann? Alle... Nee, das ist mein Inventar. Gott, verdammt! Ach ja, Steuerung, Meditieren und so. Meditation. Zeit abwarten, Charakterfenster. Ich kann ja auch mal irgendwas aufleveln hier. Bei der Hexerausbildung. Ja, ich kann was leveln.
Ja, sehr geil. Was kann ich da noch? Energieregeneration. Pfeile umzulenken, das ist geil. Richtiger Jedi. Was gibt's hier noch? Schema gesperrt. Das ist ja herzallerliebst, dass hier Schema gesperrt sind. Messer werfen, sowas brauche ich doch nicht. Ich habe doch schon meine Zauber. Tapferkeit. So, parieren maximal. Ist doch klar. Ist doch klar. Pfeil auf den Schützen umlenken. Das will mir doch gefallen. Aha, so. Alles klärchen. Dann bin ich jetzt ein krasser Nahkämpfer wieder geworden. Ich habe auch wenig Originalität, ne? Egal. Ah, wo ist dieser verdammte Kaufmann? Ich möchte jetzt bitte... Was macht der Haushalt? Bitte ihn treffen. Das ist das Viertel der Anderlinge. Bei so einem kleinen Dorf gibt es nochmal ein extra Viertel für die Anderlinge. Der Hammer. Was ist das eigentlich für ein blauer Punkt auf der Karte? Neue Schuhe? Wie kommt's? Er sagt, er kann sie jetzt nicht verlassen, Hallo, weil er eine schwere Zeit durchmacht. Dieses Schwein! Wir wollen von wem natürlich den machen lassen? Was ist mit diesen kleinen Kindern, die mir folgen? Also, nicht irgendwie eine Attraktion, ey? Ach ja. Was gebe ich jetzt für eine 8000 Watt Base Machine, ey? Wo ist dieser Typ? Dürfte fertig sein. Ja, ich habe ja die. Boah, ich habe die Steuerung wieder vergessen. Das ist wieder so schön. Chiron, Cedric. Wo ist dieser Typ? Echtes Rezept. Das ist ja toll, dass da das echte Rezept ist. Aber ich habe keine Ahnung von der Steuerung. Das ist nicht so schön. Okay, wir werden... Warte, was war das? Bücher. Bücher. So, jetzt möchte ich hier einfach auf die Steuerungsoption. Was kann ich nicht ändern? Wir wollen Monster töten. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Aha. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann ich klagen. Kann nicht klagen. Aha. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vizima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vizima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Also, du siehst richtig Komm gefährlich her, aus. Wenn du mich haben willst. Das ist Ach ja. Ah, du, ihr macht aber ganz schön viel Schaden für einfache Banditen. Alter, ich möchte doch nicht scheiß Axi-Zeichen, ey. Das ist doch... Ja. Ja, das ist ein bisschen unpraktisch, dass ich jetzt hier überhaupt kein Leben mehr habe. Verbrenne! Verbrenne an meiner Lähmheit! Oh! Ihr lasst von mir ab. Das ist mir natürlich auch recht. Benimm dich. Noch so ein Ding und ich werde richtig sauer. Ha, ich muss mein Schwert jetzt auch noch verstecken, nachdem ich von blutrünstigen Fettsäcken angegriffen wurde. Selbstredend? Ist doch kein Ding. Wo ist dieser verfickte Kaufmann? Ich kann's nicht fassen. Wo hat der sich verkrochen? Und wie komme ich vor allem in die ganzen Menüs? Bist du gerade frei?
So zum Beispiel. Haha. Ja, naja, ne? Ein Laden voller Träume. Aha, Königsmörder, Kairan, eine Frage des Preises. Necker. Geruch mit dem Weihrauch. Ach, das war das, oder? Aha. Aha. Den möchte ich verfolgen. So, wo muss ich Nee, hin? du, ich hab einen Geisterkunden. Öffnen. Hä? Das zeigt mir jetzt auch wieder den gleichen Ding an. Ja, hallo? Solche wie Bitte? dich kenne ich. Ist das wirklich exakt da, wo ich war? Aber ich habe den nicht gesehen, oder was? Ich dachte, ach, das ist doch nicht das Tor vor dem Marktplatz. Sie stören. Es ist ein Vorhof. Ein Vorhof. Das ist das Tor vor der Stadt. Vor der Stadt. Vor der Stadt. Die Karte benutzen, den Questgeber benutzen. Ich verabschiede mich erstmal. Auf Wiedersehen. Beim nächsten Mal dann, ne? Beim nächsten Mal.